willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Heute hier wollte ich euch mal was zeigen in Sachen Dutch Oven Cooking. Also der Gusseisentopf mit Deckel. Nennt sich Dutch Oven. Und ich wollte euch zeigen, wie man mal eben schnell auf Tour ein leckeres Brot herstellt. Und zwar ist es immer so, wir haben dann immer, wenn wir mit dem Kanu oder so unterwegs waren, machen wir uns mal schnell Brot. Und man nimmt einfach Weizenmehl mit. Man braucht da gar nicht viel für. Ein bisschen Salz, Wasser, ein bisschen Trockenhefe, einen Topf, einen Rührer für den Anfang, damit die Hände nicht ganz voll kleistern. Und ja, Wasser, nehmen wir normales Wasser jetzt hier. Besser wird es noch mit ein bisschen Mineralwasser. Da kann man dann noch ein bisschen das Gehen mit beschleunigen. Da wird der Teig fluffiger. Später zeige ich euch, wie man mit Grillkohle das macht. Hier sind wir auf dem Platz, wo ich kein großes offenes Feuer machen kann. Ich mache es mit Grillkohle und dafür ist für den Anfang das auch ziemlich gut zu dosieren mit. Weil in der Natur, wenn man dann mit dem Feuer arbeitet, braucht man unbedingt ein Feuer daneben noch, was Glut erzeugt, um nachzulegen, weil die Glut aus dem normalen Holz nicht so lange hält wie Eierkohlen. Daher ist das wichtig. Das Wichtigste vorweg, niemals ganz das Mehl reintun. Man nimmt immer nur ein Stück Mehl. Man also lässt auf jeden Fall eine ganze Ecke über, wenn man das reinstreut, weil man hinterher, wenn man nämlich zu viel Wasser reingegeben hat, nachdicken muss, damit diese Kleisterpampe irgendwann fest wird. Also, nun fangen wir mal an. Ich gebe Mehl rein. Na, wie viel nehmen wir denn? So. Ich brauche auch hinterher noch eine Portion Mehl, um die Backform ein bisschen mit zu bestäuben, damit das Brot nicht anhaftet. Weil wir nehmen hinterher den MSR, ich habe hier einen MSR-Pot, den haben wir schon seit, ich weiß ja geil, wie viele Jahren, nehmen wir den mit auf Tour und da packe ich das dann rein. Und das ist auch gleichzeitig die Rührform und die Backform. So, jetzt noch ein bisschen Salz, einfach eine Prise so nach Gefühl. Und Max, kannst du mir mal eben das Öl holen? Wenn man so ein bisschen Ciabatta-Style haben will, kann man einfach ein bisschen Pflanzenöl mit reintun. Wer hat noch schöner, wäre natürlich Olivenöl. Also einfach hier ein bisschen Backpulver rein. Diesen Hefekrams. Dankeschön. Und noch ein bisschen Hefe mit rein. So. Salz haben wir drin. Und jetzt legt man los mit der Rührerei. Ein bisschen Wasser, erst wenig Wasser, immer wenig Wasser. Und dann mal eben sehen, wie sich der Teig entwickelt. Das wird erst ein ganz schönes Gepampe und Geklumpe. Weniger Wasser ist mehr, immer ein bisschen. Wenn man umgedreht mit Wasser zuerst arbeitet und das Mehl versucht mit Mehl anzureichern, besteht schnell die Gefahr, dass der Teig zu dünn ist und man nicht genug Mehl hat, wenn man nur ein Paket Mehl hat auf Tour. Also wir nehmen immer reichlich Mehl mit, aber jetzt haben wir langsam hier so eine fluffige Konsistenz und jetzt gehe ich damit auf Pfote rein. Ich nehme immer nur eine Hand, da habe ich nämlich die andere Hand noch mal zum Kratzen frei. Hier juckt das hier öfter mal, Mücken, was wir hier alles haben. Und einfach walken, durchwalken. Und da merkt man, werden auch die Hände mal wieder sauber. So was, wenn man hier so eine Weile draußen ist. Dann merkt man schön viel Dreck unter den Fingernägeln und der geht dann auch schön mit ins Brot. Und das ist dann auch noch gesund, weil das ja die Abwehrkräfte stärkt. Jetzt wird der Teig langsam, kommt er in eine Konsistenz. Das ist ja schon öfter gemacht, so dass ich den nicht mehr so überklitschig mache. Also ich mache es immer andersrum, wie gesagt, schön vorsichtig Wasser zugeben und dann eher trocken lassen. So, dann haben wir nämlich einen schönen Hefeteig gleich. Also da kann man sich auch ganz einfach theoretisch im Dutch Oven später eine Pizza mit unterwegs machen. Der muss hinterher trocken sein und wenn man ihn anfasst, darf er nicht kleben. So, und jetzt kommt, mache ich hier so eine kleine Kuhle. Jetzt kommt der Ciabatta-Style.
einfach ein bisschen Öl mit rein zu kneten und jetzt durchkneten. Jetzt ein bisschen ölige Finger, aber jetzt wird der Teig wieder schön geschmeidig. Schön durchwalken wieder. So, und das war's. Jetzt beginnt der eine Teil. Jetzt wird unser Brotteig, der muss jetzt nämlich gehen. Den stelle ich jetzt erstmal so mit meinem Topf in den Dutch Oven in die Mitte und nutze den schwarzen Dutch Oven, den ich jetzt in die Sonne stelle. Als warme Umgebung, damit der Teig gehen kann. So. Ja, jetzt bleibt er da erstmal 2 Stunden stehen und danach braucht er einen auf den Kopf, der Teig. Dann wird er es nämlich noch einmal durchgekniet. So, liebe Leute, jetzt ist der Teig hier knappe 2 Stunden hier im Dutch Oven, im warmen Dutch Oven gegangen. Jetzt ist er aufgegangen und so ein Hefeteig braucht immer einmal, muss der wieder zusammengeknüllt werden und nochmal, danach muss er noch einmal gehen. Ich lege den Teig mal eben hier in den Dutch Oven. Weil wir diesen Topf gleich als Form nehmen wollen, müssen wir hier ein bisschen Mehl noch reinmachen und die Form damit auskleiden, damit der Teig gleich nach dem zweiten Mal gehen einfach hier drin bleiben kann. Und dann stellen wir den so, legen wir ihn hier rein in die Mitte. Jetzt geht er auf. Dann stellen wir den wieder rein so. Und lassen ihn gehen. Wir können noch mal eben einen Schnitt machen. Dann haben wir wie bei einem Bauernbrot später, geht das dann auf. Werdet ihr sehen. Ein kleines, so. Sieht das fast aus wie gekauft. Und nun wieder Deckel drauf. Und wieder aufgehen lassen. Jetzt haben wir wieder Zeit, jetzt hat er wieder Zeit. So, nun, zweite Mal ist er nun gegangen, der Teig. Ganz Bushcraft-like nehmen wir hier Grillkohlen und einen schönen Kohlenanzünder und jetzt schichten wir die hier rum. Die Kohlen und machen so ein kleines Türmchen, sodass wir die schnell möglichst viel Glut kriegen. Hier ein so. Feuerschale habe ich mal von meinem Kumpel Jörg bekommen. Die haben eine ganz tolle Firma, Tate, www.tate.de, da könnt ihr mal reingucken. Ganz geile Firma, die machen auch drücken Metalle. Und das sollte meine Autofelge werden, die hatte aber dann einen Fehler, ist VA. Da habe ich mir dann eine, wie ich von Jörg geschenkt gekriegt, da habe ich mir dann eine Feuerschale draus gebastelt. 3 Muttern untergeschweißt und fertig ist die transportable Feuerschale, die man überall mit hinnehmen kann. So. Man braucht nicht viel Kohlen für so ein Dutch-Ofenfeuer. Einfach aufschichten, so von Hand vorsichtig, so ein bisschen Jenga spielen mit den Grillkohlen. Bei den hier in der Mitte ist so ein Loch und das ist so ein Schloteffekt und schon glüht das ganz schnell durch. So, mit der buschkraftmäßigen Fackelmann 99 Cent Grillzange lege ich nun hier oben drauf einen Großteil der Kohlen.
wichtig oben drauf, mehr als unten, weil der Weg des Topfes, also der Topf steht sowieso auf dem Boden, der hat nahen Kontakt dann zu den Kohlen und da kann man einfach so 5 Stück unterlassen, die reichen für die Bodenhitze und oben ist einfach mehr Weg zum Beheizen und deswegen oben mehr drauf als unten und es wirklich nur wenig drauf machen, weil, also man braucht wirklich nicht viel Glut, weil das soll lange, langsam vor sich hin brutzeln, sozusagen, was heißt brutzeln, es soll einfach backen und dafür brauchen wir eine gleichmäßige langsame Glut und jetzt stellen wir jetzt einfach den Dutch Oven auf die anderen Kohlen und lassen die anderen Kohlen hier oben drauf. Und nun backt denn das Brot vor sich hin. Wichtig natürlich, hier ist es nun einfach auch draußen, wenn man, also hier machen wir es mit Grillkohle, draußen wäre man echt gezwungen, man müsste ein zweites Feuer haben, damit man noch Kohle bereitet, weil diese einfach die Eierkohlen wesentlich länger Wärme erzeugen als jetzt so Holzscheite oder sowas, die glühen schneller ab. Daher bräuchte man noch beim Backen nebenher ein Feuer, damit man nochmal Kohle nachlegen kann über den Backzeitraum von 45 Minuten, circa 45 Minuten bis zu einer Stunde. Ne? Das sollte man bedenken bei der Sache. Also in der Natur wäre das einfach wesentlich aufwendiger. Mit Kohlen geht das viel einfacher. Ein paar Eierkohlen unter, weniger unter, mehr oben drauf. So, liebe Leute, ich glaube, es ist soweit. Um zu gucken, muss man dann ja irgendwann, die Kohlen sind schon, man kann sich auch ungefähr merken, wenn die Kohlen dann so fast weg sind, dann ist meist das Brot schon gut. Und das sieht gut aus. Einen leichten goldbraunen Schimmer. Ich habe hier mal eben der Stich hinein. Kein Teig klebt mehr, es ist trocken. Also das ist auch ein Zeichen, dass das Brot gut ist. So, jetzt nehmen wir es raus. Und dann haben wir hier ein herrliches, was ist das? Ciabatta, ne? Ein Ciabatta-Brot. Mit Feldküchentechnik gemacht. So, das wollte ich euch mal zeigen. Ganz einfache Sache im Grunde. Mit einem Dutch Oven draußen gekocht. Ja, vielen Dank fürs Schauen bei Jackknife auf dem Kanal und